Oh, ist der Tag schon gelaufen? MCR. Okay, wir können da nur drauf gehen. Ja, guck mal. Hey Jungs, das Abschlussballthema ist raus. Okay. Hey, 9. und 10. Klasse, seid ihr bereit für den Abschlussball 2015? Warum 2015 eigentlich schon? Wie kam ich auf dieses Jahr? Stolz geben wir diesjährige Thema bekannt. Griechische Gottheiten. Oh, Gelände der Amazon Integrated School. Wahrscheinlich die Schule, wo sie halt zur Schule gehen, ne? Wann? März 2015. Genauer Termin im Wald. Details und weitere Details werden bald bekannt gegeben. Wir sehen uns, Listleitung. Als sehen wollt ihr euch verkleiden? Ey, das ist ja geil. Ich gehe zu 100% an Poseidon. Das ist ja schön und gut, aber wie viel müssen wir bezahlen? TBA, hahaha. Die große Kohle, Baby. Ich wette, dass dieselben verdammten Kantinenessen servieren. Wette, das ist für das krustige Make-up der Direktorin. Halt, das findet auf dem Schulgelände statt. War schon immer so. Und hoch auf unsere Schule. Machen wir so. Schöne Details. Man hört abwärts so die Nachbarn oder was da draußen abgeht. So, es ist dunkel im Zimmer, nur ein bisschen Licht von draußen fällt durch das Fenster. Auch so ein bisschen auf seinen Fuß, ne? Dass du ein bisschen Dimension hast, ne? Wenn im Hintergrund der Wecker, der ein bisschen leuchtet, dann natürlich das Licht, das also Fanny in seinem Gesicht. Dann fährt ein Motorrad vorbei und beleuchtet alles nochmal. Ey, das ist doch verdammt cooler Artstyle. So, okay. Okay, du auf demselben Boden tanzt, auf dem du Hampelmänner machst. Hat mir ein befreundeter Almuni erzählt? Was? Und haben 750 für ihren ersten Abschlussball bezahlt. Zwar, die haben, okay, 2013. Letztes Jahr waren es 800 Pesos. Also kostet dann dieses Jahr 850? Almund. Almunus? Almunus, ne? Almunus. Also, soll das Geld heißen? Keine Ahnung. 800, das ist doch Schwachsinn. Kann jemand dem Sohn der Direktorin von diesem Schwachsinn erzählen? Ups, geht nicht. Ups, warum? Oh, warum? Lol, weil er immer noch pennt, lol. Aha. Ihr kennt mich mal. Das wird nie langweilig. Das war ein Mann, hä? Momento. Komisch, okay. Ich habe mir Medikamenten-App. Ich habe meine Medikamente eingenommen, aber eingetragen und trotzdem kommt die Erinnerung: Hey, du musst deine Medikamente einnehmen, hä? Komisch, okay. Es wird nie langweilig. Erinnert mich an die guten alten Zeiten. Ich wünschte, wir wären immer noch in einer Klasse. Scheiß auf diesjährige Umsortieren, Mann. Wenn der Abschlussball letztes Jahr 800 kostet hat, was denkt ihr, was er diesmal kostet? Wir haben uns 50er Schritte, also wir kriegen 850 für den Abend, für einen Abend. Mein BS-Alarm dreht auf. Für den gleichen Preis würde ich mir lieber einen befähigen. Ach, Louis hat geschrieben. Warte, ich kann auf jeden Fall darüber. Ich denke auf jeden Fall darüber nach. Warte, man könnte aber hier auch noch, ne? Genau. Mark. Perfipotilio. Das sind Banner. Das sind mehr als Banner. A good place to put inspiration and quits.
Ja, okay. Und der ist so, weiß nicht, guck mal, sogar Bilder. Ist das das Bild aus... Aha. Hey, ich wollte mir die Bilder angucken. Interessant. Oh. Also er hat auf jeden Fall Style, würde ich sagen. Also Weidel oder Weidel gefällt mir. Gonzales. Ja klar, MCR. Ja, okay. Was ergibt das? Aber warum sie dann sie als Gruppenbild haben? Na gut, ist noch eine Frage. So, wir waren fertig mit dem Shit, ne? Ja. Dann gehen wir raus. Dann haben wir Catherine. Louise meine ich. Hey. Hallo. Okay, sehr formell. Ich wollte mich für vorhin bedanken. Das war zwar nicht die beste Folien, aber sie waren gut. Es musste ich einen ganzen Tag gekostet haben, sie auszupolieren. Was meinst du? Danke. Ja, besser so. Hat aber keinen ganzen Tag gedauert. Minuten, eine Woche, eine Stunde oder so. Beeindruckend. Ich finde es auch schön, dass wirklich so, dass wirklich Zeit vergeht, dass die Leute tippen und so. Kann man jetzt natürlich auch irgendwie sagen, es ist eine Spielstreckung, aber nein, ich finde es cool, das ist realistisch dadurch. Das ist echt ein cooles Spiel so. Ich habe echt mal, hätte ich nicht erwartet. Um ehrlich zu sein, war ich nach der Sache mit dem vorletzten Vortrag, als wir absolut gar nichts hatten, kurz davor auszurasten. Ich will einfach keine Konfrontation mehr. Ich weiß, die Sache tut mir wirklich leid. Oh, macht das sich jetzt Hoffnung auf ihre Antwort? Du hast dich auch ganz klar ausgedrückt. Vielleicht sogar besser als ich. Du musst dich gut darauf vorbereiten und lange dafür gelernt haben. Ich würde uns nicht enttäuschen. Machen wir den. Klar, nach dem Fiasko würde ich uns nicht enttäuschen. Ich habe dich immer für einen faulen Schüler gehalten. Einer, der bis zur allerletzten Minute vorlänzt. Tja, du hast mir bewiesen, dass ich falsch lag. Wenn sie wüsste. Uff. Aber ja, mit ihrer Aussage, dass er im Grunde sogar besser sein könnte als sie. Was wollte sie dafür mit ausdrücken eigentlich? Ja, hat sie wahrscheinlich sogar recht. Er ist wahrscheinlich wirklich ein richtig schlaues Köpfchen. Hm. Ich wusste, dass du es drauf hast. Mach weiter. Danke, Boss. Diese Lichteffekte. Oh, geil! Ich liebe es, dieser Artstyle. Oh, ich bin so attraktiv. Sag mal, willst du dir morgen meine Schachpartie ansehen? Wird der gerade rot? Falls du es noch nicht wusstest, Herr Mando hat unsere Gruppe Bestnote gegeben. Das ist ja cool. Echt, Flash hat Ryan. Echt, das ist sehr nett von ihm. Ja, darum dachte ich, ich wollte vielleicht kommen und zusehen. Ich habe Ryan auch gefragt, ob er... Aber er sagt, er hat ein Training. Meine beste Freundin Sophia kommt, aber... Also, was sagst du? Ich habe morgen nichts vor, also warum nicht? Cool, ich schicke dir später die Infos. Nur so aus Interesse, hast du DF3 durchgespielt? Ich habe es gleich nach dem Release gebingt. Das ist ja irre. Das ist wahrscheinlich so gerade so ein Dialog, so, yo, hast du Elden Ring schon durch? Ey, yo, ich hab's einfach innerhalb von meinem ersten Tag nach Release durchgeballert. Und also, was? Wahrscheinlich irgendwie sowas war das gerade, der Dialog. vielleicht können wir ja mal zusammen DF3 spielen. Ja, gern. Ich zeig dir alle Exploits, Tricks und so weiter. Klingt gut, aber ich habe wahrscheinlich nicht so bald Zeit zum Spielen. Weißt schon, Prüfung, Schulprojekte und so. Nicht mal eine Stunde Freizeit. Du bist aber eine fleißige Schülerin. Ach ja, du bist aber eine
Fleißige Schülerin. Ich lasse es dich wissen, wenn ich Zeit habe. Oh, oh. Morgen muss ich dir noch etwas Wichtiges erzählen. Ich träume immer noch nicht. Das könnte das sein. Du wirst es erfahren. Okay, keine Eile, Boss. Ach bitte, du kannst das mit dem Boss weglassen. Also ich klinge nicht so behäblich. Wir sehen uns also morgen. Sie hat sehr viele Smileys eingebaut. Klar, bis dann. Was ist gerade wirklich passiert? Ja, du kannst ja, glaube ich, du bist auf jeden Fall in ihrem Ansehen gestiegen. Nein, Pearl. Oh. Das, was wir gesehen hatten. Wie komme ich raus? Okay, da. Falls das jemand noch nicht gesehen hat. Okay. Also, der Typ, der da gerade am Fenster vorbeigelaufen ist, so blöd der rumbult. Alter, ich fühle mich, als wäre es echt. Als wäre es das echte Leben. What the fuck? Das kommt bei uns auch, kommt mir auch vor. Alter. Das Spiel ist creepy, realistisch. Hey, 9. und 10. Okay, das kennen wir ja schon. Ne? Nice. Oh, großer Hype. Zur Hölle, was denken die sich? Was für eine Göttin wirst du sein, Kev? Ich werde Zeus sein, der alle Mädels abbekommt. Und Jungs? Hey, halt du besser deine fette Fresse. What the fuck? Was ist das für eine Reaktion? Ich Götter? Lol, soll ich etwa meine Nippel zeigen? Alles klar. Nein, Brian, das will keiner sehen. Ah, das ist dieser Keil. Und warum keinen nordischen? Ist doch, ist das schon im Stein gemeißelt? Ist das eine Anspielung auf Medusa? Ja, Keil, das steht fest. Dann komme ich nicht. Du kannst als Tor gehen und niemand hält dich auf. Das ist dein Geld. Als ob es das wert ist, dafür zu bezahlen, lol. Ja, gut, Tor ist ja nicht richtig. Könnte man das aber irgendwie verdecken? Ich überleg gerade. So eine Verbindung haben eben Zeus oder so setzen? Würde das gehen? Schwierig, glaube ich, oder? Ja, ich würde gerne. Danke. Ob es wert ist, dafür zu bezahlen, weil. Guck mal, da kommt sogar neue Nachrichten. Ey, wie cool ist das denn programmiert? Das Spiel ist geil. Haha. Alter, Alter. Oh Mann. Überteuerter Spaß. Hey Kyle, hast du unsere Gruppenarbeit beendet? Ja, das ist Angelica ist plötzlich Anime-Mädchen geworden und schon, okay. Jessica, okay. Hey Kyle, du siehst dir unseren Fans nicht an. Und er ist wieder offline. Gut gemacht, Kyle, oh je. Leute, wegen der Mathehausaufgabe, wie habt ihr Nummer 3 gelöst? Boss, irgendwelche Neuigkeiten zu den neuen Schülern? Nichts Offizielles, aber ich habe gehört, dass es zwei Mädchen sein werden. Hey, nicey, nicey. Und sie fängt schon wieder an. Das habe ich auch gerade gedacht. Boah, das Spiel kennt mich zu gut. Leute? Wer ist Jamie? Möchte jemand hochwertigen Regenschirme kaufen? What the fuck, Charles? Ich verkaufe sie mit 30% Rabatt an meine lieben Klassenkameraden. Hoffentlich ersetzt eine von den neuen Keil. Das kann ich bestätigen. Wolfash kennt die Union, die leckeren Details. Leckeren Details? Okay. Okay. Oh mein Gott, zwei Mädchen. Übrigens, Louis hat mir gerade geschrieben. Oh, er gibt direkt an. Hey, da ist jemand zu hören bestimmt. Louis, halt was?
Sie hat mich zu ihrem Schachparty morgen eingeladen. Oh, wie er direkt angeben muss. Und sie rastet auch direkt aus. Cool. Was denkt die sich? Boah, dieses Spiel ist einfach surrealistisch, was das angeht. Da waren echt Entwickler dran. Oder der Storyschreiber. Und hat einfach wahrscheinlich einfach in die Schule gesetzt oder so. Und hat einfach mitgelesen, was da passiert. Das könnte echt alles eins zu eins passieren. Also das ist wirklich jetzt hier alles nicht wirklich aufgesetzt. Wie in anderen Spielen. Aber man sagen muss ja, Naughty Dog kann ja Charakterbeziehungen und so weiter, können die relativ gut. Da wirkt es auch nicht unbedingt alles aufgesetzt, aber das hier ist wirklich alles so erstmal harmonisch, Einklang und gut geschrieben. Muss man einfach sagen. Müsste jetzt nicht die hyper-duper genialen Konversationen sein. Nein, es sind Kinder. Oder als Schüler halt eben, also Jugendliche. Deswegen aber, hey, es passt. Was denkt die sich? Wenn sie wirklich so klug wäre, wüsste sie, dass ich die kluge Wahl bin. Wertzölle sieht sich Schach an. Nein, so ist das gar nicht. Wayne hat sie auch eingeladen. Ihre beste Freundin kommt auch. Mal von denen. Aber er hatte Training. Das ist dafür, dass die Gruppen die beste Note bekommen hat, okay? Aber es ist keine große Sache, oder? Wenn du jemanden wie Luis bist, dann schon. Nein, der Grund, das ist das. Sie steht auf Mark? Oh. Richtig. Ha, ich wette, Mark zittert gerade vor Liebe. Ach man, lass doch, yo. Es ist so schön, verliebt zu sein. Lass ihm das doch. Mann. Wenn ich das Bild von dir und Jaggy schicke, würde ich dasselbe wetten. Oh nein, wag es nicht. Mag es nicht. Oh. Das ist doch auch süß, ey. Mann, ich wäre auch gern wieder jung. Jung und frisch verliebt, das wäre ich gerne. Ups, ich war das nicht. Ah, ich hasse euch Idioten. Oh, oh, ich wette jetzt, ist das Kev, die zittert. Oh mein Gott, sorry, aber ich glaube nicht, dass ein hirnloser Pauker und ein hübsches Genie ein gutes Pärchen abgeben. Die sind wie Yin und Yang, darum bin ich anderer Meinung. Wow, klar, Mr. Love Guru. Egal, viel Glück, Mann. Sei kein Trottel, sonst nehme ich sie dir weg. Ja, ja, was auch immer. Okay, gute Nacht, Kameraboy. Und Loverboy. Gute Nacht, J-Boy. So, träume J-Boy. Aber ich hatte echt von dem Cover? Warte mal, kann man das sehen? Ne, kann man jetzt nicht mehr sehen, oder wie? Okay, schade. Kann man es irgendwo sonst sehen? Hier, so da. Das sind wir ja ihn und sie halt, ne? Deswegen dachte ich, oder halt eben das habe ich gesehen. Deswegen dachte ich eigentlich, das wäre so eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Jetzt gerade bahnt sich was anderes an, aber es entwickelt sich anscheinend doch anders oder so. Deswegen, weil ich habe wirklich nur das, was ich aus dem Shop an Bildern gesehen habe, gesehen. Sonst nichts. Ich habe mir nichts an dir nichts durchgelesen gehabt, weil ich dachte, ich will nicht gespoilert werden oder so. Charles, Mann. Charles, warum? Ey, wir reden gerade von Love Story und so. Ja, ja, Beziehung, Romantik. Und Charles so, auf meine neuen Regenschirme. Und dann ist das Zitronenfarben nicht mal bei. Oder soll das grün sein, Zitronenfarben? Nur 170 Pesos. Wie viel ist ein Peso? Achso, er ist wieder am Scrollen. Bevor er schlafen geht. Ich guck mal eben. 170 Pesos in Euro.
Das sind 7 mal fast 8 Euro. 7,49 Euro nach dem heutigen Wechselstand. Oh, Peso ist doch noch ganz schön am Fallen, oder? Was ist das denn für eine Jahresanzeige? Okay, die Jahre. Ich gucke mir gerade den Verlauf von dem von der Währung an. Wenn man auf ein Jahr klickt. Ah, okay, jetzt hat die Grafik geladen. Zwar, ja, ein bisschen abgestürzt. Oh. Ja, früher war. Oh. Kenne ich den ganzen Grafiken gar nicht richtig. Na gut. Mit dem Wetterdienst. Wetterdienst, Leverkusen, Thunderstorm. Ja, dann kommt doch mal Thunderstorm. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Wir fetten ein fettes Gewitter haben die Nacht. Okay, wir können aber nicht weiterlesen, leider. So, was schreiben wir? Präsidialalarm kündigt weitere Bewegungen an. Okay. Und er hat den dritten Platz. Na, nee. Ja, was? Auf die Plätze willst du bitte. Ah, er macht Werbung. Okay, cool. So, Gerichtshof hat für seine Mitarbeiter angeklagt, weil sie rund 150 Millionen Pesos an öffentlichen Geldern aus dem für Casinos veruntreut haben sollen. Ja, klar, gehen wir einfach mal für 150 Millionen in Casinos verzocken, ne? Geil. Ich spiele schon den ganzen Tag noch eine Runde. Okay. Er ist anscheinend sehr von diesem Spiel ein Fan. Mike, haben wir noch nicht kennengelernt, glaube ich. Die neue Single kommt bald raus. Ah, Luise gefällt das, okay. Luis. Ah, das ist Alex. Hör die auch mal. Ich habe die bösen Jungs ein Wochenende lang gut. Hab gerade meine neue iPhone 6 Plus bekommen, Babys. Hatte man zurückrechnen? 2015? Komm, kann hinkommen, ne? Mit. Ne, ja, komm, kann hinkommen. Doch, kann hinkommen mit der iPhone 6. Stimmt ja, das kommt hin. Krass, hab's auch vor mir geachtet. Mhm. Okay, du bist offen für ein neues Business. Willst du, dass dein Geld sich schnell vermehrt? Ja, klar. So, dann haben wir Virtuos 23. Vielen Dank für die ganzen Werbungen. Ah, schade, aber hat ja nichts gebracht. So, legt das Handy weg. Zum Laden. Man kann das Bild nicht erkennen. Achso, es ist verschmiert. Okay, es war also wirklich verschmiert. Oh, geübt. Danke, Luis. V23 schon wegen weiter träumen. Er will in Wirklichkeit Pianist werden? Kann das sein? Na ja, komm. Einfach ein bisschen üben. Machen wir das. Okay, dein Fenster ist hinter. Soll das Gitter sein? Der Gittern? Was ist das, richtig fette Gitterstäbe? Okay. Soll ja wahrscheinlich vor Einbruch schützen, aber so wie die Hagenbahn kann man ja vielleicht weg machen. So, oh, wir sind beim Schachturnier. LMS. Cheese Regals. Oh, dafür, wenn können wir auch nur Schach spielen dürften. Könnte ich vielleicht ein bisschen schlauer aussehen lassen. Oh, hier wieder der Boden so reflektiert und alles. Oh, der Artstyle ist so cool. Das ist sie. Und sie geht mir nicht auf den Kopf. Viel Glück, Luis. Okay. Das muss ihre beste Freundin sein. Bis jetzt habe ich sie noch nie außerhalb der Schule gesehen. Sie ist stylisch. Exzentrisch. Stylisch-exzentrisch. Ah, lass sie doch. Entschuldigung, hallo? Bist du Sophia? Entschuldige mal. Oh, ich mich für Leisseife und Schneeballsysteme interessiere. Niemand wird mit Seife in nur einem Monat reich. Also nein, danke.
Louis hat mich eingeladen. Sie wird ja niemals auf Betrügerei reinfallen. Oh Mann, wie du reinblickst. Ich kann nicht mehr. Ah, so ein Mensch bist du also. Ah, du bist also Marki. Richtig? Mark. Ohne das Y. Gerade rechtzeitig, Marki. Nein, eigentlich ein paar Minuten zu spät, aber null Problemo. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch, Sophia. Dummkopf. Das liegt mir auf der Zunge. Dummkopf. Ruby? Das geht. Du bist also Louis' beste Freundin. Die Beste der Besten. Oh Mann, was gibt's los? Entschuldigung. Wusstest du zum Beispiel, dass entgegen der landläufigen Meinung Louis Videospiele spielt? Du hast richtig gehört. Videospiele. Wow. Wie schockierend. Bin es leid davon zu hören. Jeder weiß das inzwischen. Ich bin es leid davon zu hören. Wie soll man das interpretieren? Ist das was Negatives oder was Positives? Ich würde sagen, ja, was Negatives, ne? Also, jeder weiß das inzwischen. Und was? Niemals. Ich dachte, die Sache ist raus. Vergess es. Aber hier, wusstest du, dass sie so ziemlich alles kann? Naja, abgesehen von illegalen Sachen und 20, 21, 22, 22 Aktivitäten, die sie verabscheut. Ich habe sie hier auf meinem Handy aufgelistet. Willst du mal sehen? Was auch immer hier vor sich geht. Ich finde, das ist nicht gesund. Ich glaube, das muss ich mir nicht ansehen. Richtig, richtig. Vertrauliche Infos über die beste Freundin meiner mein Fehler. Ach, du weißt, dass man kleine Pompons zum Schach bringt, oder? Hey, ich wollte. Wollen wir uns umsehen? Ja. Kingsby. Viel besser. Okay, was sollen wir uns denn jetzt angucken, genau? Warte. Die kommen mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe die Gesichter schon mal gesehen. Wir sehen nur, wie der Typ schwitzt. Entweder ist es hier drin brütend heiß, oder er hat bereits das Gefühl zu verlieren. Ich weiß nicht. Sieht aus, als würde er verlieren. Oh nein, tut mir leid. Hier drin ist es echt heiß, oder? Es ist nicht so, dass du verlierst oder so. Hey, lass das. Lass uns einfach weitergehen. Ja, Luis. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Du schaffst es immer. Sei jetzt bitte etwas leiser. Oh, war ich zu laut? Sorry, Luis. Bitte bring mich jemand um. Siehst du? Alles bestens. Ich bin lange und die schmeißen uns raus. Ah, ich bin am Hungern. Sieht's bei dir aus? Klar, schmeißen wir uns selbst raus. Sollen wir sie nicht hier anfeuern? Meine Güte, wen haben wir hier? Ja? Olli, die beste Spielerin aus Manzanaro. Olli, wer? Die in Gelb. Sie hat Luis vor 2 Jahren besiegt. Nicht zu fassen, dass sie zurück ist. Das war letztes Jahr. Kein Plan, sie war nicht hier. War wohl in sich gegangen. Sie scheint dieses Spiel zu gewinnen. Oh, glaub mir, wenn ich das sage. Sie und Luis sind beide verdammt gut. Aber Luis wird uns nicht enttäuschen. Du denkst, Luis kann sie diesmal schlagen? Ehrlich gesagt, bezweifle ich das. Was? Warum sagst du das? Zweifelst du an deiner besten Freundin? Warum sagst du das? Das ist doch offensichtlich. Meine Bestie ist nicht muskulös genug dafür. Den Eid der Sportlichkeit gibt es nicht umsonst.
Das reicht, du musst echt unruhig sein. Ja, lass uns gehen.